Moin Moin und willkommen zurück zu Part 28. Diesmal leider nachvertont, weil er beim Original aufnehmen meine Tonspur zwar aufgenommen hat, aber sie ist stumm. Deswegen ist all das Tolle, was ich gelabert habe, jetzt nicht mit drauf. Deswegen werde ich jetzt zum ersten Mal nachträglich drüber sprechen, was wir denn da gerade erlebt haben. Ja, also ich hatte ja vorhin schon angekündigt, dass ich eine Idee habe, wie es wohl weitergeht. Oh, hier war ich gerade zu blöd, die Tasten mal wieder zu verwenden. Ja, auf jeden Fall ist mir eingefallen, dass nachdem wir den ersten Geist weggekillt haben, da am anderen Ende wohl noch eine Tür sein muss, wo es weitergehen muss. Ja, jetzt habe ich gerade festgestellt, okay, Raum ist nicht gedreht, wir müssen erst den Raum drehen, sonst kommen wir natürlich nicht zum Geist hin. Ja, und jetzt wollen wir gerade mal rausfinden, ob meine Idee sich als Wirklichkeit noch hier bewahrheiten wird, bla bla bla. Ich spoiler jetzt nicht, ob es so ist. Ich weiß es ja schon. Ich hab's ja gerade eben gespielt. Gott, war ich gerade abgenervt, als der Ton nicht da war. Naja, laufen wir mal hin. Ah. Jetzt weiß ich nicht, warum ich stehen geblieben bin. Ja, ich habe mich halt auf jeden Fall gerade daran erinnert, dass während dem Spiel noch dachte ich so, Moment, weil das ja alles immer so recht symmetrisch aufgebaut ist, muss auf der anderen Seite ja dann eigentlich auch wieder eine Tür oben sein, weil auf der Karte war ja auch zu sehen, dass es da eigentlich noch, da fehlen genau diese Teile. Also schauen wir mal. Zack, hier haben wir gerade den Geist umgebracht. Ja, hier waren die Skelette und da ist auch, wie zu erwarten, die Tür. Gucken wir aber erst nochmal rein, was es da gibt. Batz, batz, batz. Hier haben wir die Tür und go. So. Dubidubidu. Da haben wir auch schon den Geist gehört. Heißt, ah ja, wir sind richtig. Hier gibt's den nächsten Geist. Ja, wir müssen dann auch noch schaffen hinzugucken. Da, zack. Zwischendrin habe ich über meinen Emulator noch sinniert, warum der wohl so am Huggeln ist. Ich habe ihn noch neu angemacht, aber es bringt nichts. Der hat immer noch seine Ladehemmungen. Und es wird wohl definitiv an den Texturen liegen. Vielleicht sind die ein bisschen zu groß, aber es... Meiner Meinung nach lohnt es sich für die Optik, deswegen sage ich mal, machen wir einfach so weiter. Jetzt, wo ich das selber mal ja als Zuschauer hier sehen kann, das geht eigentlich. Wenn man selber spielt, dann fällt einem das schlimmer auf. Was? Ah, Bilder sehen auch echt gut aus, muss man ja schon gestehen. So, auf geht's. Nächster Geist. Wollen wir den mal verprügeln. Der kann sich inzwischen auch so mies drehen. Und lässt sich dabei natürlich nicht treffen. So. Ah, komm schon. Mach ihn fertig. Zack. Zack. Batz. Oh, ich lasse euch gerade mal mit dem Geist allein und hole mir so lange eine Tasse Kaffee, während ich mir das hier noch angucken muss. Ne, ihr schafft das auch gerade kurz ohne meinen Kommentar. Bin in einer Minute wieder zurück. Da bin ich doch auch schon wieder. So, haben wir was verpasst? Nee, nur den Geist. Ja, und ein Trülein. Ich habe gehofft, dass da jetzt der Kompass drin sein wird, damit ich endlich weiß, von wo ich komme, wohin ich gehe und wo ich schon war. Hilft mir mal ungemein. So, auf geht das. Zack, und er war tatsächlich drin. Sehr zu meiner Freude, denn jetzt habe ich unten diese kleine Karte mit den tollen Symbolen und jetzt kann ich mich auch nicht mehr verlaufen. Okay, kann ich immer noch, aber nicht mehr so doll wie sonst. So, weiter geht's. Ja, auf jeden Fall habe ich zwischendrin auch noch sinniert, wenn ich so die Treppe hochlief, dass mir dieser Raum fehlt. Ich erinnerte mich ja noch an so einen Raum mit so drehenden Säulen, wo in der Mitte Feuer war und dann ein Schalter, der in Eis eingefroren ist. Den habe ich irgendwie vermisst. Das habe ich hier gerade auch noch gesagt. Dann habe ich mich gefreut, dass hier eine Tür ist und wir endlich mal unsere Schlüssel verbrauchen können. Und hier wusste ich nicht mehr so genau, wie es jetzt weitergeht. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Ja, wir sind ja schon vertraut. Jetzt habe ich sinniert, gehen wir erstmal da lang. Mhm. Oder ins Loch. Dann habe ich mich gefragt, warum leuchten die grün und nicht blau? Ob das was zu bedeuten hat? Und dann, ja, man macht sie mit einem Schuss schon tot. Nicht erst mit zwei. Ich glaube, ich habe da durchgeschossen und den anderen auch noch getroffen. Sah irgendwie so aus.
So, und dann habe ich mich gefreut, dass ich noch einen Schlüssel verbrauchen darf. Und dass das der Raum ist, von dem ich gerade nachgedacht habe. Da sind nämlich die drehenden Säulen und in der Mitte die Fackel. Bedeutet, wir müssen jetzt mit einem Pfeil auf den Schalter zielen und dann warten, bis die Fackel zwischen uns und dem Schalter steht, damit wir einen Pfeil da durchschießen können, er zu einem Feuerpfeil wird und dann diesen Eisschalter auflöst. Ja, beim ersten Mal fail ich auch ohne Ende, sehe ich jetzt so nachträglich auch von hier. Nein, jetzt daneben! Ah, jetzt müssen wir nochmal rumfahren, hat mich ein bisschen abgenervt. Auf geht das, noch ein Ründchen. Ja, während der Zeit kann man ein bisschen das Leben sinnieren. Sinn des Lebens. Jetzt habe ich immer wieder geschossen, um zu gucken, dass ich auch die Höhe habe. Jo, wir treffen ihn noch. Wir treffen ihn immer noch. Ein bisschen tiefer. Tiefer. Tiefer, Junge. Mann, Mann, Mann. Butz. Voll ins Schwarze. Sehr gut. Super Speed Sound. So. Hm. Wo ich das gerade sehe, frage ich mich ja noch. Erzähle ich aber gleich, wenn wir da sind. Ich habe nicht was ausgelassen und da weiß ich natürlich jetzt nicht, was da gewesen wäre. Wahrscheinlich eine Skulptula, wie ich unser Glück kenne, aber brauchen wir eh nicht die Dinger. Hier gucke ich mich jetzt gerade nochmal um, ob hier auch wirklich nichts mehr ist. Außer die Krüge da unten, wo wahrscheinlich nichts drin wäre, außer Pfeile. So. Diesmal ignoriere ich die Viecher. Nerven eh nur. So, jetzt gibt's nämlich hier einmal, nachdem wir mal da loslaufen nach vorne. Ich trau mich, gibt's einmal dieses Loch und diese Treppe. Und ich war erst geneigt, die Treppe hochzulaufen und dann habe ich doch wieder umgedreht. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, was da drin ist. Ich wollte nämlich dann doch, ah nee, lieber erstmal ins Loch, Füchse und Löcher, ist klar, lieber im Loch vergraben. Und habe dann diesen Raum gefunden. Da wusste ich auch noch grob, was passiert. Klar, hier fällt jetzt die Decke runter und wir müssen uns in die Löcher stellen. Es ist leicht gesagt, leider nicht so einfach gemacht. Pass auf die Decke auf, sie fällt herab. Ja, 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 putz. So, jetzt muss man nämlich immer gucken, okay, wo sind die Löcher? Und dann stellen wir uns rein. So, erstmal da ins Weiße. Oh nein, mutig wie wir sind, wenn wir das wegmachen. Hier habe ich die Theorie dann aufgestellt. Ja, okay, wenn es von oben von der Decke herunterkommen kann, dann muss da wohl auch ein Loch sein, bin ich also sicher. Hupp. Annahme bestätigt, alles gut. Jetzt hin zum Schalter, der uns die Tür öffnet und jetzt durch die Kamerafahrt schon wieder so verwirrt, dass man nicht weiß, wo es weitergeht. Dabei hätte ich mir doch jetzt hier einfach da vorne das schwarze Ding hier. Da sehe ich doch automatisch Gegner, da muss es sicher sein. Also los, hin zum Gegner. Nein, wieso läufst du nicht zum Gegner? Was machst du bei dem Roten da? Jetzt habe ich mich auf das Rote gestellt, um zu sterben. Ja. Naja, aller guten Dinge sind mindestens zwei. Weiter geht's. Diesmal habe ich den Plan gefasst, direkt zur Kiste zu laufen, wenn ich mich noch recht entsinne. Also sofort zur Kiste. Ja, ja, wir laufen durch. Durch zur Kiste. Nee, doch nicht. Das nächste Runde. Ah, jetzt habe ich gespoilert. Ja, wir sterben nochmal. Ja, hier muss gut sein, da ist einer gestorben, Butz. So, ich weiß gar nicht warum jetzt. Da vorne vors Weiße, also bei dem Roten vor das Weiße wollte ich quasi. Dann dachte ich erst, hier muss das sein. Wäre richtig gewesen, ja. Nein, es muss doch das sein. Leider falsch. Naja. Gut. Jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt und jetzt aber. Das muss doch zu schaffen sein. Ich bin so schlecht. Zack. Das Übliche. Mein Leiden. Und jetzt haben wir den Plan gefasst, direkt zur Kiste durchzurennen. Jo, ich renn durch, ich renn durch, ich renn. Oh nein. Scheiße, aua, Schmerzen. Weiter. Ich habe kurz überlegt, ob ich es doch fertig machen soll, weil es mich gehauen hat. Aber nein, lieber hier hin. So, jetzt tapse ich vorsichtig um die Kiste rum, um sie zu öffnen. Und dann bemerke ich, oh nein, die stand schon richtig rum. Und konnte nicht glauben, dass Nintendo doch so nett ist, uns die Kiste sogar in die richtige Richtung zu stellen. Und dann waren da nur Dreckspfeile drin. Bescheuert. Weiter. Durch die Tür. Ich hatte die ganze Zeit Angst vor dem Puzzle, weil das Puzzle auf Zeit ist und ich hasse Dinge auf Zeit, egal was es ist, wenn es nur so ein Puzzle ist. Und dann war da auch das Puzzle. Und ich so, nein, nicht das Puzzle. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie ich es in die Gänge leite, dass das Puzzle auch losgeht. Ja, wie geht das? Wie geht das? Wieso geht das nicht an? Bis ich das Bild gesehen habe. Ah, wahrscheinlich muss ich ins Bild schießen. Dann dachte ich mir, aber es ist wahrscheinlich intelligent, nicht unter den Puzzleteilen zu stehen. Und zack. Bumm. Und los geht's. Das gehört gar nicht da rein. Auf geht das. Habe ich mich noch gefreut, dass diese tolle HD-Grafik auch tatsächlich auf den Steinen auch drauf ist. Weil ich die Bilder wirklich sehr hübsch finde im Vergleich zu den Originalbildern. Wow.
Community die wirklich selbst gemalt hat oder ob sie dir von Nintendo von irgendwelchen Artbooks geklaut haben. Naja. Da gibt es noch rechtliche Probleme hier. So, hier habe ich jetzt schon, als ich die 39 gesehen habe, Bedenken bekommen. Halt, oh mein Gott, das schaffen wir nie! Das schaffen wir zeitlich nie! Wupp, 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 weiter geht's. Schieben, schieben, schieben. Ah, ist doch schön, das jetzt doch mal so als Zuschauer zu sehen. Dieser ganze Stress, den man jetzt nicht hat. Mir fehlt auch die Spannung, ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Oh, werden wir es noch schaffen? Da habe ich jetzt wieder... Ah doch, das schaffen wir. 20 Sekunden, kein Problem. Ist ja nur noch dieser eine Stein. Zack, zack. Und dann... Und jetzt habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich den jetzt auch noch umbringen muss. Ich dachte, wenn ich seinen Puzzle löse, reicht das. Nein, nein, wir müssen ihn natürlich noch vernichten. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ne? Oh, F36, ich muss gleich einkaufen gehen. Mach mal hin hier, Junge. But. Ja, normalerweise denkt man ja immer, die goldene Regel bei Nintendo ist, alle guten Dinge sind drei, ne? Super Mario, immer dreimal, dann ist der Endgegner platt. Ja, bei Zelda hier zählt das nicht. Na, komm wieder her. Bat. Und wieder Bat. Boah, ich bin mal gespannt, wie ich diese Tonspuren jetzt da miteinander... Ach, keine Ahnung. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das jetzt an das Video rangedödelt kriege. Finden wir alles raus. Vielleicht mit meinem Avimux-Gerät wird das funktionieren. Teste ich gleich mal. So, zack, zack. Zack, Herzchen. Warum mache ich das an, wie sie hab? Jetzt gehen wir raus. Jetzt habe ich die Theorie gefasst. Gehen wir jetzt nochmal zurück. Wegen dieser Treppe, weil wir halt diese Treppe nicht hochgegangen sind und ich jetzt nicht weiß, was da ist. Jetzt habe ich spekuliert, wenn ich da vorne aus der Tür rauskomme, wette ich, dass ich im Hauptraum bin, von dieser Empore, wo wir vorhin nicht runterkamen. Und kaboom, Annahme auch mal hier wieder bestätigt. Jetzt dachte ich, okay, dann müssen wir wahrscheinlich die Treppe hochgehen für den nächsten Geist, als ich ihn plötzlich da unten sah und etwas verwirrt war, warum er da rumliegt. Und deswegen stehe ich auch kurz und halte inne und sage, hä, was ist das, was macht das hier? Gehen wir mal hin. Oh, da ist er ja schon. Somit habe ich natürlich ab jetzt keinen Gedanken mehr in diese Treppe verschwendet und dachte, nee, dann lieber gleich mal hier fertig machen. Wie man jetzt auch sieht, beim ersten Mal habe ich noch gar nicht gerallt, dass der... Also wir sehen jetzt hier die ganzen Geister und nur eine davon ist real. So, sie war es jetzt. Und ich habe jetzt noch gar nicht verstanden, wie man die denn am besten erkennt. Weil wenn die nämlich jetzt gleich alle runterfahren, zack, dann sehen wir, dass die echte noch was macht. Die dreht sich nochmal im Kreis oder macht sonst irgendwas. Ich glaube, sie dreht sich die ganze Zeit immer im Kreis. Das fällt mir erst nächstes Mal auf. Diesmal ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Ich versuche nämlich gerade ganz voller Inbrunst diesen nicht realen Geist zu schlagen und kriege dafür ordentlicherweise einen aufs Maul. So, und ab jetzt fällt es mir, glaube ich, auf. Mal gucken. Da hinten, der dreht sich genau. Oh, Moment, der hat sich gedreht. Dann ist das wohl immer so. Mal sehen. Jetzt warte ich kurz und guck, ob meine Annahme stimmt. Zack, hat sich wieder gedreht. Ja, das stimmt. Bam, ist ja ganz einfach. Rabam, rabam, rabam. Ja, und freue mich innerlich jetzt schon auf den Endgegner, weil, wie ich finde, einer der coolsten Endgegner aus dem Spiel. Da, da, da. So, mach mal hin hier. Wir haben nicht ewig Zeit. Da, da ist sie! Batz. So, damit werden alle Geister geschafft und es kann zum Endgegner gehen. So, fährt der Fahrstuhl hoch. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, nicht nochmal zur Treppe zurückzulaufen, sondern lieber gleich zum Endgegner. Ja, und nun finden wir uns im Rodell wieder, das Drehräumchen. Hier müssen wir jetzt durch diese Wand den ganzen Raum verdrehen. Zack. Ja. Und dann bieten, wie wir auf der Karte unten sehen, gibt es ja noch eine Truhe und drei gubelige Räume, die uns irgendetwas bieten. Ich hab jetzt mal geguckt, was ist hier? Ah, ein Schalter. Was macht er? Drücken wir ihn. Und er öffnet das da. Wo ich bis heute jetzt noch nicht so genau weiß. Ich glaube, das war der Weg zum nächsten Schalter. Ich bin mir nicht so sicher gewesen. Und again drehen.
Zack. Wow, wieder gucken. Hier nichts. Aber man hört schon mal eine Skulptur. Wieder ein Schalter. Was macht der? Blongs. Der öffnet uns... Ich weiß gar nicht, was das soll. Keine Ahnung. Drehen wir again. Da sehen wir schon den Teppich vom Endgegnerweg. Er ist also spürbar nah. Aber vorher gibt es jetzt noch die Skulptula. Da ist sie. Zack, 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 Butz. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Wow, 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 wow. Du hast eine goldene Skulptur zerstört. Und ein Kistchen. Wo ich jetzt schon wieder nicht mehr... Ich glaube, Pfeile sind drin. Ja. Ich hoffe, für den Endgegner besser, wenn dann da die Pfeile ausgehen. Ist natürlich scheiße. So. Nur noch einmal drehen. Und dann ist Endgegner-Time. Da, 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 bumm. Ein Schalter. Jetzt habe ich mich gefragt, hä, schon wieder ein Schalter? Wofür soll denn der sein? Ist Endgegnertür zu? Ja, die Endgegnertür ist zu. Dann muss es wohl der Schalter für den Endgegner sein. Drücken wir ihn mal. Ich habe da nur immer noch nicht verstanden, wofür die ganzen anderen Schalter waren. Und was da für Türen aufgegangen sind. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich immer ein weiter, damit ich den nächsten Schalter öffnen konnte. Keine Ahnung. Naja, auf zum Endgegner. Dabei habe ich mir nochmal die wunderbare texturierte Endgegnertür angesehen, die wirklich schmiege aussieht. Und los geht's. Ganz ruhig, Emu. Oh, oh, oh. So. Willkommen in der Bildergalerie des Schreckens. Die hat einen Künstler erstaunlich identische Bilder gemalt, nur als Prinz. So, jetzt habe ich mich da gefragt, wie starte ich das? Muss ich nie irgendein Bild angucken? Das nicht. Muss ich dieses Bild angucken? Hä? Wie geht das? Muss ich in die Mitte gehen? Nein. Dieses Bild angucken? Nein. Mir war jetzt gerade nicht so ganz klar, wie das jetzt funktioniert. Dann dachte ich, ah, wahrscheinlich, wenn ich... Ich muss einfach so tun, als würde ich fliehen. Das wird helfen. Nee, noch habe ich es nicht erkannt. Nee, das funktioniert alles nicht. Vielleicht müssen wir einfach wieder gehen. Versuchen wir mal zu fliehen. Ich bin weg! Oh mein Gott, nein! Ja. Nix ist. Du darfst nicht gehen. Hä? Mr. Big Nose is back. Ganondorf ist zurück. Seine riesigen Zingennase. Und jetzt kann er grinsen. Er sieht aber auch nicht mehr so ganz gesund aus. Vor allen Dingen die Schnauze. Was ist das? Naja. Phantom Ganondorf, reitendes Unheil. Klingt zumindest vom Namen her schon mal pretty awesome. Hier, wo wir jetzt gerade in einem Raum sind, kann man noch eine kleine Anekdote dazu sagen, zu dem Spiel Zelda. Ursprünglich bei der frühen Entwicklung hat Nintendo überlegt, ob die Level aufgrund der Angst des kleinen Speichers vom N64 nicht auch über Bilder beschritten werden sollen. Also, dass man über Bilder in die Level springt, so wie bei Super Mario 64, weil man Angst hatte, dass der Speicher der Konsole nicht groß genug ist, um diese zusammenhängenden Level irgendwie, dass das sinnvoll funktioniert. Wie man sieht, hat's aber doch geklappt und man hat es von dieser Idee abgegangen. Ja, hier müssen wir jetzt halt, Ganon kommt immer aus einem der Bilder raus und das Bild mit dem lilanen Strudel, das dient als Indikator dafür, das ist das echte Bild. Er reitet nämlich meistens aus allen Bildern und man muss da gucken, oh kacke, welches ist denn jetzt das Richtige? Manchmal reitet er aber auch nur aus einem, dann weiß man es auf jeden Fall. So wie hier jetzt. Da war es auch schon und jetzt startet, Runde 2. Das Gegnerkampf, jetzt spielen wir eine Runde Ping-Pong. Er schießt jetzt diese Energiekugel zu uns und wir schießen ihn mit dem Schwert zurück. Das ist, im Grunde ist das komplett einfach, aber wie man sieht, werde ich hier trotzdem gleich total versagen. Jetzt rein, stand ich zu nah dran und habe zu spät gedrückt. Bas. So. Und dann darf man den Geschockten verprügeln. Das ist eigentlich die ganze Zeit einfach. Gegen Ende wird es dann ein bisschen schwieriger, weil dann schlägt er auch wieder zurück. Aber das ist eigentlich auch einfach. Ich habe nur das mit dem Timing nicht gleich nicht drauf. Bam, bam, nix ist. Und jetzt kommt sie schnell.
Da habe ich nicht mit gerechnet. Da hat er mich gekriegt. So, jetzt wird's gleich lustig. Hier, Kamera, Achtung. Oh nein, ich sehe nichts. Verdammt, verdammt. Oh nein, oh. Ja, blöd, wenn so ein Zaun einem die ganze Sicht versperrt. Ah. Daneben geseicht. Dieses Geräusch, wie er am Fliegen ist. Ist das nicht so ein Verzauberungsgeräusch aus Morrowind? Zack, zack, zack. Ah, wieder versagt. Was kannst du eigentlich? Zum Glück bin ich nicht der Typ, der gerade spielt. Muss ja nur zugucken. Zack. 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 Ah. Wieder zu langsam. Komm, jetzt gib dir mal Mühe. Ist ja nicht auszuhalten. Batz. Batz. Und jetzt Batz. Ja, und nochmal schnell. Schnell, schnell. Ah. Ah. Jo, jetzt mach ich ihn fertig. Einmal ruf und zack, 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 zack. Verprügel ihn. Jo. Damit ist der Waldtempel geschafft. Zerekel du mal nur, du Sau. Was ist verdient? Was ist hier passiert? Ich glaube, mein Kater ist gerade abgestürzt. Du hast dich tapfer geschlagen. Es scheint, dass du viel gelernt hast. Jedoch was? Du hast nur mein Phantom besiegt. Trittst du meinem wahren Ich gegenüber, wirst du vernichtet. Ja, wenn du das sagst. Ich werde die reitende Kreatur nun in den Hades verbannen, denn sie hat ihren Schöpfer enttäuscht. Gut, gut. Damit sei das geschafft. Danke fürs Zusehen. Der nächste Part wird dann auch wieder live synchronisiert und nicht hier so nachträglich angedödelt, hoffe ich mal, wenn die Story mitmacht. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.